Hallo liebe Motorsportmagazin.com-Freunde, nochmal aus Monaco und nochmal mit unserem werten Kollegen Roger Benoit. Ich grüße dich. Guten Abend zur Lauda-Diskussion. Genau, wir haben es euch im letzten Video schon gesagt. Wir machen noch ein extra Video, wir sprechen noch über Niki Lauda. Bevor wir jetzt aber mit dem Ganzen wieder anfangen, denken wir noch an was anderes, was wir vorhin im alten Video vergessen haben und erst ganz am Ende erwähnt haben. Irgendwie mit 1.25 einstellen, damit sie mich besser verstehen. Genau, 1,25-fache Geschwindigkeit könnt ihr auf YouTube ganz einfach einstellen. Aber wir haben auch schon den Kommentar gelesen, echte Fans schauen in Normalgeschwindigkeit. Das kann ich nicht beurteilen, das müssen die Fans beurteilen. Aber jetzt kommen wir zur Sache. Niki Lauda, du hast schon das rote Kapperl auf, hat uns alle geschockt, als wir hier nach Monaco angereist sind. Du hast ironischerweise fast noch im letzten Video, das wir gemacht haben in Barcelona, gesagt, jetzt müssen wir mal an Niki denken. Ja, sehr traurig. Ja, sagen wir mal so, es ist sehr traurig, aber für ihn ist es vielleicht besser so, weil man hat schon seit 2-3 Wochen gewusst, dass da kaum noch Hoffnung besteht. Und ein leidender Niki Lauda, das wäre auch nicht im Sinn seiner Familie gewesen. Und der Alan Prost hat mir hier gesagt, er hat jetzt 43 Jahre in der Verlängerung leben dürfen und das ist auch ein einmaliger Formel-1-Rekord. Und damit hat er ja eigentlich recht, weil nach dem Feuerunfall 1976 auf dem Nürburgring, wo man ihn ja eigentlich auch schon mal für tot erklärt hat, hat er noch ein sehr lebendiges Leben und voller Tatendrang und Gratwanderungen und so geführt. Also in der Formel 1 gab es noch nie einen größeren und ehrgeizigeren Fahrer. Einfach ein Tausendsassa auf allen Gebieten. Das war einmalig und wir können nur Danke Niki sagen, die ihn da auf seinem langen Weg begleiten durften und hoffentlich findet er am Mittwoch dann in Wien seine letzte Ruhe. Ich habe gehört, du bist auch einer der wenigen geladenen Gäste dort. Ja gut, ich kenne ihn ja fast 50 Jahre und wir hatten immer ein gutes Verhältnis, sage ich jetzt mal. Wir haben uns auch manchmal gestritten über gewisse Situationen und so. Aber was mir an ihm am besten gefallen hat, er war immer direkt. Obwohl manchmal nach 30 Sekunden hat er gemerkt, dieser Satz war jetzt vielleicht nicht ganz richtig oder was auch immer, aber immer geradeaus. Und das hat auch Mercedes, glaube ich, an ihm gemacht, dass er da auch dem Team immer den Spiegel vors Gesicht gehalten hat, auch wenn manchmal der Spiegel kaputt war. Aber Toto Wolff hat da richtig gesagt, wir brauchten 2 Jahre fast, bis wir Vertrauen zueinander hatten. Aber dann waren wir ein Herz und eine Seele. Und diese Kombination, die fehlt ja jetzt natürlich bei Mercedes. Und ersetzen kann man ihn ja sowieso nicht. Aber ich glaube, er hat das Team mit dem Toto Wolff so gut aufgestellt, dass man davon noch 2-3 Jahre sicher profitieren kann. Gut, dann kommt das neue Reglement 2021 und da weiß man natürlich nicht. Aber es würde mich wundern, wenn Mercedes nicht weiter ganz oben an der Spitze bleibt. Also, du hast schon gesagt, bist in die Moderne gesprungen. Kanntest ihn fast 50 Jahre. Du hast schon 2 sehr, sehr schöne Anekdoten erzählt von seinen Rücktritten. Damals in Montreal und dann in Abu Dhabi als RTL-Experte. Da haben wir schon ein Video gemacht, das könnt ihr euch anschauen. Auf jeden Fall zu 100% sehenswert. Jetzt interessiert mich aber noch vor allem deine erste Begegnung mit ihm. Kannst du dich daran noch erinnern? Oh, meine erste Begegnung? Ich glaube, ich bin ihm gar nicht begegnet. Sondern das war, glaube ich, in Zolder 1970 beim Großen Preis.
Da hat mir irgendeiner gesagt, du, der fährt in der Formel 3 ein Wahnsinniger mit. Da sag ich, wieso Wahnsinn? Ja, Niki Lauda. Niki Lauda, das ist wie wenn man heute irgendeinen Namen hört, in der Formel 2 oder Formel 3, und sagt, ja, warum wahnsinnig? Ja, ich glaube, das ist der erste Fahrer, der in eine Ambulanz gekracht ist. Da sag ich, es war irgendwie ein Formel 3 Rennen, und da geht es ja bergauf, bergab und so in einer Kuppe. Und da hat es irgendeinen Unfall gegeben und da stand die Ambulanz mit offener Tür hinten. Und der Lauda, obwohl weiße Flagge, muss da voll Speed draufgekommen sein über die Kuppe und konnte nicht mehr bremsen und ist dem in die hintere Tür der Ambulanz geknallt. Dann habe ich dem, ich weiß nicht mehr, wer es auch gesagt, ja, ja, so ein Wahnsinniger, den muss ich mir mal anschauen. Da kam so ein, irgendwo lief er dann mal vorbei, kann mich nicht mehr erinnern. Völlig unscheinbar, oder? Das war eigentlich das erste Mal, dass ich von ihm hörte, und nachher haben wir uns relativ schnell gut verstanden. Also es war früher ja sowieso einfacher. 1970, ich meine, der Heinz Brüller, der große ORF-Kommentator, der hat mir den Jochen Rindt vorgestellt, eine halbe Stunde später den Jackie Stewart und so, und Andretti und wer da Roman. Dann hatte man mit denen schon Kontakt, weil da waren vielleicht keine 20 Journalisten und 26 Piloten, sage ich jetzt mal. Da war man als Reporter schneller irgendwie bekannt, auch wenn man mal Schlechtes geschrieben hat. Weil heute sind die ja die Medienleute für die viele Fahrer ja fast anonym. Vor allem mit den ganzen Online-Auftritten und so. Und damals hat man gewusst, ah, jetzt kommt der Wahnsinnige da aus der Schweiz oder der bullige Deutsche oder was auch immer. Oder das Österreicher, da gab es noch ein paar Italiener wegen Ferrari und noch Engländer gab es auch noch. 4, 5 Engländer und so. Also die immer dann dabei waren. Natürlich kamen Nationale dazu. Und dann hat man auch mit dem Lauda schnell Kontakt gefunden. Und dann hat man ja auch relativ schnell gemerkt, hat man einen Draht zu dem oder nicht. Ich meine, wenn heute ein Chinese kommt, wenn der Glück hat, bekommt er in 7 Rennen mal ein Interview mit dem Hamilton, wo noch 6 andere dabei sind. Dann sagt er, aber Freunde, ich habe eine Zeitung, die hat 500 Millionen Auflage. Dann sagen die bei Mercedes, das interessiert uns nicht. Also die Verhältnisse sind schon anders geworden. Und so kam natürlich dann mit dem Lauda, vor allem hat er ja eben, wenn man Deutsch gesprochen hat, und so kann man relativ schnell ins Gespräch, auch mit dem Marco. Die haben ja damals lange um den Ferrari-Sitz gekämpft, bis dann dieses Schicksal da in Clermont-Ferrand mit einem aufgewirbelten Stein dem Marco ein Augenlicht gekostet hat und so. Und dann war der Lauda natürlich in der Pole-Position und er ist ja lange mit Regazzoni gefahren und hat den immer Jakob genannt. Also er war ein genialer Rennfahrer. Oder? Aber natürlich sehr zielorientiert. Also er hat neben sich, also er hat bei Ferrari so gearbeitet, wie später dann auch der Schumacher. Ich meine, das sind ja dann durchaus auch die Parallelen gewesen. Vor Lauda, Ferrari, nicht besonders erfolgreich. Er hat den Schuppen dann irgendwie wieder zur Disziplin gezwungen und alles. Hat dann diese Erfolgsperiode gestartet, die dann mit Jody Scheckter 79 wieder zu Ende war, ewig lang nichts. Dann kam Schumacher, sehr erfolgreich und jetzt auch wieder ewig lang nichts. Also die Parallelen sind da. Du hast gerade noch Dr. Marco angesprochen. Bei dem waren wir im Winter, haben ihn besucht in Graz. Der hat uns auch die ganze Geschichte erzählt mit Niki Lauda und mit seinem schweren Unfall dann, also mit seinem eigenen schweren Unfall. Kann ich an der Stelle auch nur empfehlen, sich das Video mal anzuschauen. Sehr interessant, sehr, sehr schwierige Zeit in der Formel 1. Du hast schon 1976 den Unfall angesprochen. Ja, ja. Und das ist natürlich die Geschichte, die Niki Lauda geprägt hat in der Öffentlichkeit. Du warst aus nächster Nähe bei dem Ganzen dabei. Ja, ich war auch bei der letzten Ölung da im Spital. Ich
durfte dann im Spital bleiben. Das war natürlich sehr eindrücklich. Es gab natürlich kein Internet, kein Online-Auftritt. Da mussten alle warten, bis die Geschichte mal irgendwo publiziert wurde. Das war sehr eindrücklich. Und dann hat er ja später die Weltmeisterschaft eigentlich aufgegeben in Japan, weil er wirklich Angst hatte und hat sie um einen Punkt verloren. Aber jetzt hier in Monaco ist ganz interessant, habe ich seinen früheren Rennleiter, Daniele Autetto, der war Rennleiter 1976, hat damals den Luca di Montezemolo abgelöst, der nach oben befördert wurde. Aber der Rennleiter war dieser Daniele Autetto, heute 76 Jahre alt. Und der hat mir eine ganz interessante Geschichte erzählt, sagt er, weißt du eigentlich, dass ich 1976 beim großen Preis von Spanien in Carama, also in Nähe von Madrid, neben dem Sieger James Hunt im McLaren und Gunnar Nielsen als Dritter im Lotus für Niki Lauda aufs Podest klettern musste. Da sage ich, wie? Ja, der Niki kommt, ich musste den Pokal abholen auf dem Podest. Ich sage, ja, und der Niki? Der lag ohnmächtig im Motorhome. Ich sage, ja, wie ohnmächtig? Ja, der hat kurz zuvor zwei Rippen gebrochen und konnte nicht mehr aus dem Auto steigen. Der Willi Dungel und Mechaniker mussten ihn dann ohnmächtig ins Motorhome tragen. Und da war natürlich die Siegerehrung, da musste ich hin. Sag ich, ja, und wie? Und dann sagt er, ja, der Dungel hat ihn dann wieder zurechtgepäppelt, aber er konnte nicht aufs Podest. Und ich glaube, das erste Mal, dass ein Teamchef für den Fahrer den Pokal auf den Podest geholt hat. Und dann sage ich, ja, warum hat er denn die Rippen gebrochen? Vorher. Und er sagt, ja, das darf er jetzt verraten. War das nicht dieser komische Traktorunfall? Ja, pass auf, der sagt er, ihr wisst doch alle, ihr habt doch alle geschrieben, Traktorunfall und so. Das stimmte alles nicht, das mussten wir aus versicherungstechnischen Gründen von Ferrari aus erzählen, weil sonst wäre es kompliziert geworden. Die Wahrheit war nie dieser Traktor, den Unfall hat es gar nicht gegeben. Oder hat vor allem nicht die Rippen gebrochen, sondern er ist mit einer Motocross-Maschine schwer verunglückt. Hat er Autetto, aber aus versicherungstechnischen Gründen war eigentlich jetzt bis zum heutigen Tag immer dieser Traktor schuld. Aber das war gar nicht der Grund, sagt er, sondern eben die Versicherungen hätten da richtig Theater gemacht, oder? Und beim Traktorunfall, mit dem konnte man nicht rechnen. Der hat den aber nicht mit Juan Pablo Montoya verwechselt. Nein, nein. Bei dem wurde ja auch mal ein Motocross-Unfall, ein vermeintlicher, verschwiegen. Der ist dann auf dem Tennisball ausgerutscht. Ja. Nein, nein. Ich meine, das hat mir der Autetto am Samstag, also vor einem Tag, erzählt. Und was soll der da irgendwie erzählen? Es macht Sinn. Versicherungstechnisch hat man die Medien, auch der Laut hat ja allen gesagt, Traktor. Eigentlich angelogen ist zu viel gesagt, aber es gibt ja Geschwindel, es gibt ja eben so Fälle von Versicherungen, wo es dann vielleicht besser ist, man tut den Tatbestand vielleicht ein wenig ändern, damit man, da war sehr wahrscheinlich, war ja eigentlich kein Verdienstausfall, aber ich weiß es auch nicht. Auf alle Fälle hat er gesagt, so, das kann ich dir jetzt auch noch erzählen, wie das wirklich war. Aber interessant ist ja eigentlich, das glaube ich das erste Mal in der Formel 1, ein Teamchef auf dem Podium oben den Pokal abholen muss, weil der Fahrer ohnmächtig da. Ja, und dann ging es weiter, sagt der Autetto. Dann wurde ja der McLaren, der James Hunt, disqualifiziert, weil das Auto zu breit war bei diesem Rennen. Sagt er, an diesem McLaren war alles illegal, nicht nur die Breite. Aber die hatten so einen gewieften Teamchef, den Teddy Meyer, so ein halber Anwalt. Übrigens, ganz nette Anekdote, Tim Meyer, sein Sohn, war hier in Monaco Steward, Chef Steward. Ja, gut, eben dieser Teddy Meyer, mit dem der Bernie und ich immer Backgammon gespielt haben, da erinnere ich mich jetzt, und der James Hunt, hat dann irgendwie vor Gericht diesen Sieg wieder zurückbekommen. Und der Autetto sagt, ohne diese Mogelei, wäre ja der Lauda auch 76 locker Weltmeister geworden.
Aber so hat der andere den Sieg zurückbekommen und Lauter blieb Zweiter. Und sonst hätte er ja die Weltmeisterschaft mit vielen Punkten Vorsprung gewonnen und nicht mit einem verloren. Also die Saison 1976 ging auf jeden Fall in die Geschichtsbücher ein, auch Brands Hatch, glaube ich, gab es ja dann auch noch einen Zwischenfall und so weiter. Also ja, schöne Erinnerungen, nicht so schöne Erinnerungen, alles. Jetzt kommt er zusammen mit Niki Lauda. Jetzt hier in Monaco hat man ihm einen würdigen Abschied bereitet, oder? Das war schon sensationell, wie die Anteilnahme hier im Fahrerlager war. Ja, ich glaube, das hat er auch verdient, oder? Er wird immer ein Großer bleiben. Und viele sind ja nicht mehr da, also ich würde ihn da einstufen, einfach von der Legende her, mit dem Senna, sage ich jetzt mal. Senna und Lauda von den einfach die wirkliche Legenden wurden. Und es wird nicht die letzte bleiben, natürlich in der Formel 1. Von diesen 33 Weltmeistern leben noch 19. Und die sind alle nicht mehr 21, sage ich jetzt mal. Also die Zeit zerrinnt und wird halt auch mal wieder jemanden abberufen. Aber schöne Szenen hier auf jeden Fall. Du hast es im ersten Video schon angesprochen, die Helme. Ich meine, du hast die Kappe auf. Gab sehr, sehr rührende Szenen. Wie gesagt, jetzt ist am Mittwoch die Beerdigung. Ich weiß ja nicht, ob er da irgendwie noch was gesagt hat. Aber ich glaube, ihm wäre am liebsten gewesen, wenn alle, die da kommen, in Jeans, wie er immer anhatte, einen grünen oder einen roten Pullover und eine rote Kappe getragen hätten. Aber es wird nicht so kommen. Aber das hätte ihm sicher gepasst. Und wir wissen ja alle nicht, wenn wir mal tot sind, was dann passiert. Ob es ein Leben danach gibt. Ob er jetzt mit, wie einer geschrieben hat, mit dem James Hunt da oben ein Bier trinkt und sich den Rush-Film anschaut, den der Hunt ja noch nie gesehen hat. Wir wissen es nicht und werden es auch nie erfahren. Ich glaube, erfahren werden wir es schon, aber dann können wir es nicht mehr sagen. Aber ja. Ein schönes philosophisches Ende. Roger, ich danke dir vielmals. Wir könnten hier, glaube ich, noch Stunden verbringen und uns Anekdoten über die Zeiten von früher anhören. Es war mal wieder eine Ehre. Mir auch. Und eben am Mittwoch nochmals an Niki Lauda denken, ganz fest. Und nachher natürlich auch. Und er wird ja in verschiedenen Nachrufen und Büchern und Bildern, die kann man sich ja ewig anschauen. Und er wird nicht vergessen werden. Thank you.